Moin, herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS19. Das Leben ist kein Ponyhof. Oder ist es ein Ponyhof? Man wird sehen. Ich bin auf jeden Fall mal wieder dabei, hier Stroh abzuladen. Damit wir hier... Jetzt backt er sich gleich wieder fest. Los, komm. Fahr wieder runter. Ist noch nicht schick. Mal ändern. Und weiter geht's. Hauptsache ist nur, dass das Stroh dann auch wirklich gespeichert wird. Dass sich dann irgendwie, das so wie ich am Anfang das mal hatte mit dem Heu, also auf einmal, mit dem Heu, dass ich da Heu hinbringe und Heu hinbringe. Ich hatte noch keine Pferde und es war einfach weg. Das ist natürlich ärgerlich. Wenn man sich da so Mühe gibt und die Arbeit reinsteckt. Und dann ist nachher einfach ersatzlos verschwunden, ne? Das ist dann ärgerlich. Und auch die Ladung bringen wir in die Scheune. Unsere Pferde ausreichend verpflegt werden und versorgt. Damit da nichts schief geht. Können wir uns eigentlich auch noch ein paar Pferde kaufen demnächst mal wieder? Wir haben ja Geld haben wir jetzt, aber wir bräuchten eigentlich auch noch Land. Wir bräuchten noch irgendwie Wiese oder so. Irgendwas, womit man Geld machen kann. Festzukeilen. Aber ja, ich habe das gestern und vorgestern auch schon gesagt, ich bin hier, habe hier wieder mal meine Mikroposition etwas verändert, in der Hoffnung, dass ihr weniger Nebengeräusche draufkriegt, also nicht mehr so viel Tasten und irgendwelche, wurde von irgendwelchen Quietschen erzählt und so, was sich wohl ganz komisch anhörte, was auch immer das war. Ich hoffe, dass es besser ist, ich hoffe, dass auch die Pegel stimmen, die Lautstärkenverhältnisse passen zwischen meiner Stimme und Spielesound und Hintergrundmusik und so. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich sage euch allerdings gleich, ich lese das erst Anfang Januar, weil ich jetzt hier Hardcore-Aufnahme-Session-Marathon mache. 3 Aufnahmesessions. Ich muss 20 Folgen in 3 Tagen aufnehmen, damit ich bis Anfang Januar für jeden Tag eine Folge habe für euch. Und da sitzen wir gerade mittendrin in dieser Session. Also heißt, mittendrin sitzen wir eigentlich noch gar nicht. Wir sitzen eigentlich gerade am Anfang. War die 3. Folge der Session. Also ich habe noch richtig, richtig viel vor mir. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Also ne, von der Zeit her und so. Weil ich muss ja auch noch, ich will ja auch noch Match-Folgen aufnehmen.
Wir bewegen uns ganz, ganz stark Richtung Ende des Matches zu, aber wir sind eben noch nicht durch und ich will auch nicht zu viel verraten. Ihr sollt reinschauen. Erstmal gegen einen Pfeiler gefahren wahrscheinlich, ja? Durch. So viel ist es jetzt nicht mehr. Die restlichen, die werde ich jetzt wieder verkaufen, denke ich. Die restlichen werde ich verkaufen. Könnte ich eigentlich das Feld hier noch ein bisschen größer machen. Ich muss mal gucken, wie viel Kohle ich noch habe. Wie viel Kohle ich noch habe, sehe ich ja, aber ob ich mir noch irgendwie noch Land kaufen kann hier in der Gegend. Ich brauche ja auch im Prinzip immer Heu. Hier habe ich zwar schön viel drumrum, aber ich hätte dann schon gerne irgendwie noch ein größeres Feld. Das hier nämlich ein bisschen verbreitern. So ein paar Richtungen. Das passt aus. Noch genau eine Ladung. Die bringen wir noch eben zur Scheune. Sind wir ungefähr knapp unter 80.000 Euro. Mal gucken, was wir dann als nächstes hier mit dem Feld machen. Ob wir das dann tatsächlich breiter machen oder ob wir, was weiß ich, damit machen. Hafer brauche ich ohne Ende, Heu brauche ich ohne Ende. Und ich habe schon nur 4 Pferde. Trotzdem eigentlich nicht genug. Nein, zang, da ist es weggeflogen. Ja, ich weiß, ich sollte ein bisschen ruhiger werden. Ich weiß, ihr habt ja recht, ihr habt ja recht. Mann, ich fahre mir aber auch was zusammen. So, letzte Ladung hier verkaufen. Ich sag ja, boah, 2.500 Uhr. Gibt's da nicht, ey. Lohnt sich gar nicht hierher zu fahren. Für das Geld. Muss einklappen. Lohnt sich nicht, für 2.500 hierher zu fahren. Ehrlich. Moin.
Verkehrsschild. Wo ist denn das Verkehrsschild geblieben? Für den einen Heuballen. Brauchen wir, dass wir die anderen Heuballen hier auch irgendwie drauf kriegen, da oben noch liegen. Oh. Eng. Doch schon mal besser als befürchtet. Besser als befürchtet. Super. Mehr wollte ich ja gar nicht. Haben wir nur noch den einen da drin, den wir da wahrscheinlich nie rauskriegen. Dann ist das so. Ah, Gani, alles gut. Aufladen, wieder abladen. Die Pferde jetzt. Heu ist genug da. Super. Nixe geht's gut. Jetzt können wir den Anhänger auch erstmal wegstellen. Brauchen wir jetzt tatsächlich erstmal nicht mehr. Keine Ballen im Moment mehr. So, was machen wir jetzt feldmäßig? Was haben wir denn hier? Das hier ist meins. Feld 11. Wie weit? Somit das Billigste, ne? Mist. 83.000. Ja, kaum. Ja, Leute, ihr hört es. Die Zeit ist um.
Schaltet doch gerne morgen wieder rein zur nächsten Folge. Und ja, wir sehen uns. Bis dann. Danke euch. Ciao.